Was ist das? Hallo zusammen, wir grüßen euch. Wir hoffen, es geht euch allen gut. Wir sind heute wieder mal unterwegs im Plottertal. Nein, der war noch nicht. Jetzt geht es erstmal bergauf, bevor wir nachher später abbiegen. Da geht es eben einen Serpentinweg runter ins Plottertal. Das Wetter ist soweit gut, gute Verhältnisse, außer jetzt hier zu sehen, gab immer mal ein paar so weichere Stellen, aber insgesamt war es recht gut zu fahren. Hier zwischendrin gab es auch immer mal ein paar kleinere Bergabstücke, bevor es dann steiler und anspruchsvoller Wort vom Untergrund. Dann wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Video oder Unterhaltung. Erwähnt, hier wird das Ganze eben etwas anspruchsvoller und gröber, aber mit dem E-Bike natürlich sehr gut zu fahren. Arbeiten muss man trotzdem. Immer wieder mal kleinere Hindernisse auch und kurz absteigen muss, wie jetzt da der Baum zu sehen war. Wetter wurde auch insgesamt immer besser, zunehmend im Laufe des Tages. Oh nee, war ich zu langsam. Ja, wenn mal der Rhythmus weg ist, steht man auch ganz schnell. Und ja, fahrtechnisch muss man hier schon wach sein. Nicht ganz so einfach, hier und da die richtige Linie zu finden. Und Gas, aufstehen. Jawohl, super. So, jetzt kommen wir dann gleich an den Punkt, bis wohin wir wollten, bevor es dann nachher rechts weiter runter geht, eben diesen Serpentinweg ins Plottertal. We'll be right back.
jetzt an dieser Stelle machen wir immer wieder mal gern Fahrwerkstest. Erst in Normalgeschwindigkeit und dann dasselbe wie jetzt hier in Zeitlupe bei der Karin. In Zeitlupe ist immer wieder gut zu sehen, ob das Fahrwerk optimal arbeitet und bzw. eingestellt ist. Jetzt auch nochmal bei mir, Normalgeschwindigkeit und dann eben auch in Zeitlupe. Hier sieht man gut, das Fahrwerk arbeiten muss, bzw. die Räder den Bodenkontakt halten. Jetzt nochmal Onboard aus Karens Sicht. Und danach ging es dann jetzt eben weiter auf die Abfahrt, Serpentinenweg, der aber erstmal relativ gerade anfängt und erst später nach einem kleinen Gegenanstieg dann diese Serpentinenkurven beginnen. Sehen, dort ist zwischendrin auch immer wieder mal so etwas feuchter. Hier kommt jetzt dieser kleine kurze Gegenanstieg. Dann tauchte jetzt hier plötzlich ein Forstweg auf, den gab es vorher noch gar nicht. Und hier ging es wieder eben normal weiter. Sehr schmale, enge Einfahrt jetzt hier und dann ging es schon los mit den Serpentinenkurven. Ja, stellenweise schon sehr eng, vor allem für die Karin. Schwierig rumzukommen, aber gab auch immer wieder mal Kurven, wo es dann auch gepasst hat bei ihr. Jawohl, jetzt bremse auf. Genau. Gut. Und auch bei mir hat auch nicht unbedingt jede Kurve überall gepasst. Gerade so mit dem Hinterrad versetzen. Das muss noch etwas intensiver geübt werden. Mit gar kein Fehler, mit dem Fuß raus, ja, an so Ecken. Wenn es die Kuhle nicht gewesen wäre, wäre ich sauber glatter rüberkommen. Aber die geht einigermaßen. Ja. Und auch hier gerade diese Wasserablaufrinne jetzt am Ende vom Radius stört auch etwas. Jawohl. Stört lediglich die Kuhle. Die Kuhle stört ein bisschen. Die Wasserablaufrinne. Ja, aber.
Jawohl. Und jetzt einlenken, Bremse auf, Bremse. Jawohl. Gut. Oh ja. Dann gab es auch mal hier wieder ein natürliches Hindernis, also sozusagen. Doch richtig gesehen. Oh je, oh je. Ein umgestürzter Baum. Was ist das? Okay. Also gut. Nach dem Überqueren vom Forstweg ging es dann auch wieder weiter und da wird die Sache noch mal etwas kniffliger. Ja, ich weiß es. Das heißt, die Kurven noch enger. Schon gesagt, hier hat es bei mir selber auch nicht überall gepasst. Oh, da stehst du mir voll im Weg. Nee. Fahr da unten. Und natürlich würden wir uns wieder über einen Daumen hoch oder gar über ein Abo sehr freuen. Das kostet euch gar nichts, bringt uns aber sehr viel. Ja, vor allem hier für die Karin
Viele Kurven, sehr eng vom Radius. Übrigens befindet sich hier auf der linken Seite jetzt irgendwo diese Schwarzwaldklinik von dieser Fernsehserie, die früher gedreht wurde. Das war hier. Auch hier kommen jetzt immer wieder diese ausgegrabenen Wasserablaufrinnen. Sieht man jetzt hier auch, Karin. Hier sind zum Teil ganz schöne Kanten, die da drin sind. Hier auch wieder zu sehen. Klar könnte man da drüber auch jeweils ein Bunnyhop machen. Aber ist okay. Lassen sich auch durchfahren. Haben ja genug Federweg. Und ja, auch dieses Hinterradversetzen kann man auch noch mit 69 lernen. Man sollte nur das intensiv genug üben. Ja, da hätte ich jetzt runter können. Hier hätte ich runter können, dann geradeaus. Ja, da hätte ich fahren können. Ja, ja, nur außen und dann bis gerade vor. Und am richtigen Punkt versetzt. Da hätte es fahren können. Aber da außen, ja. Ja, ja, nur außen. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ah ja, okay. Aber ja. So, jetzt kommen wir aber auch zum Ende unseres heutigen Videos. Ist etwas lang geworden und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und bald bis zum nächsten Video. Gruß Karin und Karl. Jawohl, passt doch.